Hallo und herzlich willkommen zu Kellys Backwelt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es für mir wieder ein Weihnachtsrezept. Und dieses Rezept hat sich ein Junge aus meiner 7. Klasse gewünscht, ein Schüler. Und er hat mich gefragt, ob ich ein Rezept habe. Etwas Einfaches, etwas Schnelles. Er möchte gern an Weihnachten seine Eltern damit überraschen. Und so sind wir gemeinsam durch viele meiner Rezepte durchgegangen und Ideen gesucht. Und das fand er ganz toll. Es wird aus einem fertigen Blätterteig und Nutella hergestellt und zum Schluss gibt es ein super schönes Ergebnis, und zwar einen Tannenbaum. Und er meinte, das fand er ganz toll, am Weihnachtstag, am Nachmittag zum Kaffee, damit seine Eltern zu überraschen. Ja, er brauchte dann etwas Handfestes, also ein Video, wo er jederzeit zurückgreifen kann und sich dadurch sicherer fühlt. Also für alle Backanfänger ist dieses Rezept sehr geeignet. Und wenn ihr wissen wollt, wie es geht, bleibt einfach dabei. Viel Spaß beim Zuschauen und Ausprobieren. Ja, und jetzt geht es auch schon los mit den Zutaten. Wir benötigen nicht viel. Wir haben hier zwei Blätterteigrollen aus dem Kühlregal und die findet ihr in jedem Supermarkt. Dann haben wir hier Nutella. Die genauen Angaben schreibe ich euch unten in die Infobox. Und ein Eigelb zum Bestreichen. Die Blätterteigrollen habe ich 10 Minuten vorher aus dem Kühlschrank rausgeholt. So bekommen sie dann Zimmertemperatur und man kann sie dann besser ausrollen. Bevor ich starte, heize ich den Backofen vor auf 200 Grad Umluft oder 220 Grad Ober-Unterhitze. So, ich starte mit der ersten Blätterteigrolle. Die tue ich jetzt ganz langsam und vorsichtig ausrollen, sodass sie dann nicht irgendwo hängen bleibt und reißt. Also einfach mit dem Daumen so lösen und dann ausrollen. Die Rolle habe ich jetzt ausgerollt und ihr seht, da ist auch Backpapier. Und das ist so praktisch, da müssen wir jetzt kein extra Backpapier verwenden, sondern genau dieses können wir, so wie es ist, auf ein Backblech nachher geben. Jetzt habe ich hier die Nougat-Creme, die Schokocreme. Oder auch anders genannt, ja, zur Hand. Und jetzt möchte ich die hier komplett glatt streichen, verteilen und glatt streichen. Ihr könnt entweder einen Kuchenheber nehmen oder eine Winkelpalette oder etwas, womit es halt gut geht. Vielleicht auch mit dem Messer. Einfach jetzt die Creme hier drauf geben und verteilen. Glatt streichen und verteilen. Ihr müsst halt immer wieder an einer Stelle halten und verstreichen. So, die Nougat-Creme-Schicht, die habe ich jetzt hier glatt gestrichen. Ja, wer mehr natürlich davon verwenden möchte, kann es gern machen. Aber die genauen Infos, die schreibe ich euch unten in die Infobox. Ja, und jetzt lege ich die Rolle mal zur Seite. Und jetzt nehme ich die zweite Rolle zur Hand und tue sie genauso wie die erste vorsichtig ausrollen. Und wenn ihr dann soweit seid, dann nehme ich jetzt die zweite Rolle und lege sie jetzt vorsichtig auf die Creme drauf, als die auf die erste. Und achte darauf, dass auch der Teig immer direkt an den Ecken ist. So ist schön alles abgedeckt. Ja? Und das hilft ein bisschen, das Papier. Ihr lasst auch hier den Teig auf das Papier, weil da könnt ihr es besser halten. Ja? Also, ich starte hier an der Stelle. Und schaue auch, dass es Ecke an Ecke ist. Dann weiß ich auch, dass es gerade ist. Müsst ihr ein bisschen spickeln an allen Seiten. Jawohl. Gut. Und dann andrücken. Mit der einer Hand rolle ich den Teig drauf und mit der anderen tue ich es glatt streichen. Und das war's schon. Dann streicht ihr einfach mit den Händen etwas darüber und dann könnt ihr das Papier ohne Probleme abziehen. Das oberste natürlich, das untere bleibt. Und da bleibt auch nichts hängen. So, und weiter geht's mit dem Schneiden des Tannenbaums. Ihr nehmt ein Messer zur Hand, am besten eins, wo keine Zacken hat, wo ihr dann einfach den Teig schön anschneiden könnt. Wir wollen jetzt hier unten an der kürzeren Seite, ich starte jetzt an der kürzeren Seite, möchte ich jetzt hier so einen Baumstamm haben
Und ich schneide dann so ein Quadrat aus. Dann habe ich hier einen Teil meines Baumstamms. So, da habe ich mir jetzt ausgemessen. Das sind jetzt 26 cm. In der Mitte habe ich mir so einen kleinen Schnitt reingemacht, sodass ungefähr in der Mitte auch mein Baumstamm ist. Dann habe ich jetzt die Breite von dem Baumstamm von 8 cm und jeweils 9 cm rechts und links. Und das ist dann dieses Quadrat, was ich ausschneiden möchte. Also ich kann es auch gerne Lineal zur Hand nehmen oder ein Maßband und schneide jetzt hier ein Quadrat von ca. 9 cm aus auf beiden Seiten. So, mit dem Quadrat bin ich fertig. Und jetzt gehe ich zur Spitze des Tannenbaums, also ganz nach oben. Und jetzt, da ich ja weiß, die Breite ist 26 cm, die Hälfte ist 13, dann lege ich mein Maßband da drauf oder mein Lineal und nehme die Mitte und mache mir so eine kleine Markierung, also nur so ein kleiner Schnitt. Die Hälfte habe ich jetzt hier 13 cm und jetzt gehe ich von der Spitze aus, von da zu dieser Spitze. Also ihr könnt ein Lineal zur Hand nehmen oder freihändig. Ihr verbindet dieses Eckstück mit dem Ende von dem Quadrat. Also einmal so durchschneiden. Da müsst ihr ein bisschen immer hin und her schneiden, sonst nehmt ihr den ganzen Teig mit. Vielleicht die Hand auch zur Hilfe nehmen. So, und das gleiche auf der anderen Seite auch. Und hier kann man schon den Tannenbaum erkennen. Einmal hier die Quadrate, die ich rausgeschnitten habe, und zwei Dreiecke. Für den Tannenbaum brauchen wir natürlich die ausgeschnittenen nicht. Wir brauchen ja nur das Innere. Das, was wir jetzt ausgeschnitten haben, jetzt kein Abfall ist, sondern wir können es gut verwenden. Da habe ich jetzt einfach Ausstecher, ganz normale. Und da kann man natürlich auch verschiedene Motive ausstechen. Entweder kann man das auf dem Teller dekorieren oder auf dem Tannenbaum. Also jetzt nehme ich einfach irgendwelche Ausstecher und steche das aus, oder das Überschüssige, das, was wir jetzt nicht brauchen, aus. Und die ausgestochenen lege ich auf mein Backpapier, das von vorher. Einfach so draufsetzen. So, nachdem ich jetzt alles ausgeschnitten habe, die ganzen Ränder und auch ausgestochen, ist das jetzt der Rest. Den kann man natürlich nicht wegwerfen, das ist viel zu schade. Ich backe natürlich extra separat und das kann man dann so vernaschen. Die ausgestochen habe ich dann in der Tat auf ein Extrablech getan mit dem Backpapier, weil ich doch einige rausgestochen habe. Also es ist wirklich einiges geworden. Schön. So habt ihr gesehen, mit dem Rest kann man auch noch was anfangen. Jetzt gebe ich die mal zur Seite und mache mit meinem Tannenbaum weiter. So, jetzt möchte ich die beiden Tannenseiten, hier rechts und links, circa 2 cm breite Streifen schneiden und achtet auch darauf, dass genau in der Mitte so ungefähr 4-5 cm so in der Verlängerung zum Baumstamm bis zur Spitze. Also die Spitze nicht anschneiden, sondern ich zeige euch auch, wie viel Zentimeter ich oben Abstand lasse. Aber wichtig ist jetzt 4-5 cm hier die Breite zu lassen und von da aus, das könnt ihr so markieren mit einem Messer, 2 cm breite Streifen. Erstmal hier nur kurz ansetzen und markieren, das hilft euch nachher dann beim Anschneiden. Ihr könnt ein Lineal zur Hand nehmen, einfach immer 2 cm breite Streifen einschneiden, aber hier nicht durch, also diese Stelle, das bleibt dadurch die Verlängerung zu meinem Baumstamm. Und das macht ihr jetzt, bis ihr an der oberen Spitze angekommen seid. Und zwar 7 cm, da hört ihr dann auf. Also hier hört ihr auf, da macht ihr einfach eine Markierung. Von da bis da sind 7 cm und da ist der letzte Schnitt. Also das tun wir jetzt nicht anschneiden, die Spitze, sondern nur bis dahin. Immer im Abstand von 2 cm. Der Tannenbaum ist soweit sichtbar und die Seiten sind eingeschnitten. Und wenn ihr jetzt soweit seid, dann nehmt ihr, also wir machen noch nicht weiter, das machen wir alles auf dem Backpapier.
Backblech. Ihr nehmt jetzt von beiden Seiten das Papier, spannt es, damit ja nicht so arg ziehen, sonst reißt natürlich mit einer gewissen Spannung, geben wir das Papier mitsamt dem Tannenbaum auf unser Backblech. Und jetzt sind ja die Backbleche natürlich immer unterschiedlich. Ich sehe jetzt, bei mir ist ja etwas zu kurz, aber da kann ich ja dann auch den Baumstamm ein bisschen kürzen. Oder ich nehme einfach genau die Breite. So geht es auch. Also ich habe jetzt doch die Breite genommen. So muss ich nichts abschneiden. So, jetzt habe ich das Backpapier, das überschüssige, etwas abgeschnitten. Und jetzt kann ich auch starten. Jetzt werden die Seiten jeweils in sich zweimal gedreht und wieder abgelegt. Das zeige ich hier an einem Beispiel. Jetzt nehmt ihr das vorsichtig in die Hand und dreht es jetzt, egal in welche Richtung, entweder nach rechts oder nach links, ein-, zweimal und dann legt das ab an derselben Stelle. Ja, wieder hochheben und zweimal drehen und ablegen. Und das macht ihr jetzt auf beiden Seiten. Zweimal drehen und ablegen. Sieht schon schön aus. Hier auch. Eins, zweimal drehen und ablegen. Bei den letzten kleinen Streifen rechts und links konnte ich natürlich nicht mehr zweimal drehen. Das ist ja gar nicht schlimm, nur halt einmal drehen, sodass es halt dann optisch genauso aussieht. Super, jetzt werde ich meinen Tannenbaum noch mit einem Eigelb und etwas Wasser, einem Esslöffel Wasser, das habe ich jetzt hier verquirlt und jetzt möchte ich das noch schön bestreichen. Und zum Schluss gebe ich noch einen Stern, das gehört immer oben drauf. Wer nicht mag, kann es weglassen, aber ich finde es auch ganz toll. Und das tue ich natürlich auch noch mit Ei bestreichen. So, sieht es nicht wunderschön aus? Ja, jetzt kommt mein Tannenbaum in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Umluft für circa 12 bis 15 Minuten. Aber ihr schaut immer drauf, wenn jetzt, also er braucht gar nicht so arg lang, es ist ja ein ganz dünner Blätterteig. Wenn es leicht eine goldgelbe Farbe bekommt, euer Tannenbaum, dann ist euer wunderschöner Tannenbaum auch schon fertig. So, und mit dem Rest habe ich ja jetzt meine Motive ausgestochen. Die habe ich jetzt auch mit Eigelb bestrichen. Und das ist jetzt das Überschüssige, das kann man dann nachher gleich vernaschen. Die gebe ich jetzt auch in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Umluft für. Ja, die sind jetzt nicht ganz so groß. Ich denke, das wird auf jeden Fall nicht mehr wie 12 Minuten. Also ich gebe euch nachher Bescheid. 10 bis 12 Minuten. Da sind natürlich auch kleine dabei, die sind vorher fertig. Gut, die kommen jetzt auch in den Backofen. Tannenbaum war jetzt 12 Minuten im Backofen. Der hat jetzt auch wirklich schön Farbe bekommen und es duftet herrlich. Und das Tolle daran ist, man kann es jetzt warm genießen oder aber auch kalt. So wenig Aufwand, so wenig Zutaten und so ein tolles Ergebnis auf die Schnelle. Und ich denke, das ist ja wirklich ein geeignetes Rezept. Jetzt fehlen noch die Schneeflocken auf meinem Tannenbaum und deshalb werde ich etwas Puderzucker darüber streuen. Und dann bin ich auch schon fertig. Die ausgestochenen Motive sind jetzt auch schon fertig gebacken. Sie sehen auch toll aus. Sie sind ein bisschen auseinandergegangen, sieht aber auch nicht schlecht aus. Und da werde ich nachher auch ein bisschen Puderzucker drauf geben. Und so, jetzt möchte ich 3 verschiedene Größen oder 4 verschiedene Größen von Sterne raussuchen. Dann nehme ich jetzt nur das obere Teil. Ich habe es gerade nur abgezogen. Das gehört dazu. Dann habe ich es einfach weggetan. Das lege ich auf die Seite. Und jetzt noch die nächste Größe. Dritte und noch ein kleines. Und jetzt gebe ich etwas Nougat-Creme darauf, also wirklich nur etwas zum Draufkleben. So ein bisschen versetzt. Und dann wieder einen Klecks drauf geben. Und so weiter.
Und zum Schluss der ganz kleine Stern. Ich sehe gerade, ich habe noch einen kleineren. Den kann ich natürlich ganz oben drauf setzen. Und es sieht doch auch nett aus. Wunderschön. Und jetzt mit ein bisschen Puderzucker habe ich jetzt auch was ganz Tolles mit dem Rest gestaltet. Ja, so schnell hat man jetzt einen wunderschönen Tannenbaum aus Blätterteig und Nuss-Nougat-Creme gezaubert. Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr dieses Rezept ausprobiert und ihr eurer Familie damit eine große Überraschung macht. Würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt und auch Kommentare schreibt und mir sagt, wie sie reagiert haben. Würde mich interessieren. Jeden Donnerstag kommen neue Videos zu mir, die ich rechtzeitig ankündige auf Facebook, Instagram und TikTok. Wenn ihr meine Videos nicht verpassen möchtet, geht gleich auf Abonnieren, das ist kostenlos und aktiviert auch gleich die Glocke. Dann werdet ihr informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ich möchte mich von ganzem Herzen bei allen Schülern, bei der ganzen Community, die meinen Kanal abonniert haben, bedanken. Ihr unterstützt mich bei meiner Arbeit und motiviert mich auch weiterzumachen. Und es macht mir ganz arg Spaß und auch Freude, eure Kommentare zu lesen. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, wunderschöne Weihnachtsfesttage im Kreise eurer Familien, viel Freude, Frieden, Liebe und beste Gesundheit. Bis zum nächsten Mal, eure Kelly.